Am Ufer des Genfersees in der Schweiz werden die 15.000 Einwohner der Stadt Morges mit Trinkwasser aus einer Grundwasserquelle am Fuße des Juragebirges versorgt. Wir befinden uns südlich von Montrichet. Dort kommt das Grundwasser her, das die Einwohner von Morges als Trinkwasser nutzen. Morges liegt etwa 15 Kilometer entfernt. Dieses Grundwasser wird seit Beginn des 20. Jahrhunderts für die Trinkwasserversorgung genutzt. 1909 wurde eine Wasserleitung zwischen dem Dorf Montrichet und der Stadt Morges errichtet. Seit etwa 100 Jahren trinken die Menschen in Morges Trinkwasser von ausgezeichneter Qualität. Doch Ende des vergangenen Jahrhunderts schlug die Wasserversorgung der Stadt Alarm. Anfang der 90er Jahre entdeckte man, dass der Nitratgehalt des Wassers stark angestiegen war. In der Schweiz nämlich müssen bei einem Wasser mit mehr als 40 Milligramm pro Liter Sanierungsmaßnahmen eingeleitet werden. Das Trinkwasser war im Wert vermindert. Nachdem uns klar wurde, dass die hohen Nitratwerte von der Landwirtschaft herrührten, beschlossen wir, mit den Bauern zu verhandeln. Die Behörden der Stadt Morges traten an die Landwirte der Gemeinde heran. Sie schlugen den Eigentümern der Flächen oberhalb des Grundwassers vor, auf den Anbau von Lebensmittelkulturen zu verzichten, die viel Dünger brauchen, und stattdessen auf den Feldern dauerhaft Grünland stehen zu lassen. Auf diese Weise haben sie versucht, eine Vereinbarung mit den Landwirten zu erzielen, um so viele Parzellen wie möglich mit Dauergrünland zu schaffen. Für uns bedeutet das, dass die Felder 6 Jahre lang brach liegen. Und Felder, die 6 Jahre brach liegen, bringen weniger Ertrag als solche, die 3 Jahre lang brach liegen. Um die Verluste auszugleichen, haben die Stadt Morges, der Kanton Waadt und der Bund die Landwirte entschädigt. Die Entschädigungen belaufen sich auf 10 Rappen pro Kubikmeter Wasser, die der Endverbraucher zahlt. Pro 1,50 Franken, die der Verbraucher zahlt, fließen jeweils 10 Rappen in den Schutz des Wassers, noch bevor es an die Erdoberfläche gepumpt wird. Diese 10 Rappen entschädigen die Bauern, damit diese ihre Felder oberhalb des Grundwassers brachliegen lassen. Dadurch muss das Wasser vor dem Verbrauch nicht behandelt werden und das Trinkwasser bleibt natürlich. Wasser ist für jeden von uns ein kostbares Gut und Trinkwasser muss höchste Priorität haben. Wenn wir es tatsächlich schaffen, die Reinheit des Grundwassers zu erhalten, dann profitiert jeder davon, sowohl die Landwirte als auch die Wasserverbraucher. Die SVGW, Ihr verlässlicher Partner für Fachkompetenz.